Schätzchen, wie lange willst du dafür zu Hause bleiben? Zwei herrliche, fußpulende Tage. Lass dir aber Zeit, Schatz. Wenn du heute zu viel rauspulst, hast du morgen gar nichts mehr zum Pulen. Und du weißt, wie wir uns schon alle freuen auf dein jährliches Ohren-, Nasen- und Zähne-Pulen. Weißt du, es ist schade, dass du nicht noch einen Arm hast. Dann könntest du endlich mal alles auf einmal erledigen. Wenn du meine Socken waschen würdest, würden sie nicht so an meinen Füßen kleben. Geil, Dad. Danke, du warst spitze. Oh, Daddy, du bist daheim. Ich bin früh aufgestanden, um dir die Sonntagszeitung zu kaufen. Wo ist sie? Wo ist was? Oh je, Kerl. Das ist das gleiche Kleid, mit dem du gestern Abend weggegangen bist. Wie das seine Form behalten hat im Handschuhfach eines Autos. Vor Leuten wie dir haben mich meine Eltern gewarnt. Jetzt mal einen Augenblick. Heißt das, dass wir alle heute zu Hause sind? Ohne mich. Ich muss noch irgendwie Kohle auftreiben für das Using-Meet-Konzert morgen. Das heißt, ich muss die Ärmel hochkrempeln und echt baggern, um an die Kohle zu kommen. Oh, Daddy, kannst du mir die Kohle geben? Bitte, alle Kinder gehen hin und es kostet nur $175. Nein, ich glaube nicht, dass du gehen kannst, mein Kürbis. Mami, kannst du mir das Geld geben? Alle Kinder gehen hin. Weinen wird nur bei Männern, Kind. Ja, aber es sind ja keine mehr hier. Ich muss die Kohle auftreiben, aber ich weiß nicht wie. Oh, ich hab Kopfweh, ich muss mich ausruhen. Komm schon, Kerl. Mach es doch so wie ich. Versuch es mit Bitten. Das tue ich. Ich sagte Bitten. Nicht mit T, B. Mami, jetzt kommt er wieder mit dem Alphabet. Jetzt überanstreng deine Schwester nicht grad. Ich weiß nicht, was dich so fröhlich macht, du Affengesicht. Du brauchst auch Geld für deine Karten. Au contraire, Wanderpokal. Ich habe meine Karte. Woher? Hallo, Mr. Bundy. Wir sind fertig fürs Camping. Tja, dann viel Spaß. Was denn noch? Sie gehen mit uns zum Campen, Bundy. Sie gehören uns. Wir haben sie auf der Auktion ersteigert. Hier. Geht campen und Fallen stellen mit Al Dano Bundy. Bart, hast du deinen Vater verkauft? Du bist das Einzige im Haus, was nicht gebraucht wird. Schatz, das wird sicher schön für die Kinder. Das Campen und das Fallen stellen, das Brutzen und das Braten. Weißt du, vielleicht findest du sogar einen neuen Beruf. Hallo, Al. Oh, die Nachbarsprösslinge. Hey, das ist der Typ, der uns Kartoffeln gibt an Halloween. Steve, schau, was Bud getan hat. Waldläufer und Trapper. Lernt zu überleben. Bundy will sich aus einem Geschäft rauswinden. Wie kannst du diese Kinder enttäuschen, Al? Sieh dir ihre unschuldigen Gesichter an. Ich sag euch was. Ich gehe mit euch, Sportsfreunde. Yeah! Aber sie sind nicht der Groß-Groß-Großneffe von Dano Bundy. Ja, das stimmt. Meine Vorfahren konnten lesen und schreiben. Ach, komm schon, Al. Wenn du zu viele Wildtiere fängst, um sie nach Hause zu tragen, helfe ich dir. Da klemme ich mir lieber meine Nase in eine Autotür. Da gehe ich lieber zu einem Proktologen namens Dr. Hook. Ich würde sogar eher zusehen, wie Rose Ann Barr sich nackt auszieht, als mit diesen Monstermaschinen zu campen. Sehr gut, Schatz. Dann verbringen wir den ganzen Tag hier mit Schmusen. Also los, Camper! Sorgen wir uns um Ausrüstungen! Zahlt euer Benzingeld und wir verschwinden von hier! Yeah! Ich wünsche dir viel Spaß, Dad. Nicht so schnell, Dano Junior. Wenn ich gehe, wirst du auch gehen. Der einzige Unterschied ist, ich komme womöglich zurück. Ach, ist das nicht wunderbar hier draußen? Das ist Camping. Ist das nicht toll?
Atme tief ein. Ich habe die Duftmarken gesetzt. Ich bin froh, dass du so gut aufgelegt bist. Du bist am Steuer eingeschlafen, hast unsere Ausrüstung verloren. Dir haben wir unseren Tod zu verdanken. Ich will meine Mami. Ja, das will dein Onkel auch. Ja, das ist der völlig falsche Weg, Kinder bei Laune zu halten. Du musst Kinder beschäftigen, sie an irgendwas beteiligen. Also gut, Kinder. Halbkreis, kommt her. Hilfe! 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 Ist das nicht schön? Das ganze Haus für uns allein, ne? Wenn das nur immer so sein könnte. Keine Nasen zu putzen, keine Tränen zu trocknen, niemand, der auf sein Zimmer muss. Es ist so schön ohne Al. Mrs. Rhodes, Sie sehen ja sehr gut aus. Vielen Dank, Kelly. Geben Sie mir $175 für eine Rockkonzertkarte. Ich würde meiner eigenen Tochter keine $175 geben. Hoffentlich würde ich sie mögen. Kelly, wie oft habe ich dir das schon gesagt? Mamis Freunde sind dazu da, Mami Geld zu leihen. Mein Leben ist vorbei. Warum bin ich dann nicht gleich die? Oh, Schätzchen. Tu das, was ich immer getan habe. Bahn dir den Weg zu seinem Auto und sag seinem Manager, es lohnt sich, mich reinzulassen. Da können sie alle fragen. Und wenn dich irgendjemand anfasst, schreist du Vergewaltigung. So ist das heute. Ich kann's nicht erwarten, bis die anderen Frauen kommen. Ich weiß nämlich noch, wie meine Mutter ihre Freundin zum Kartenspielen da hatte. Sie hat was zum Essen vorbereitet. Ich hab's aufgetragen. Aber das war mir recht. Ich habe ihnen zugehört, wie sie darüber geredet haben, dass mir kein Busen wächst. Dass ich nie einen Kerl kriege. Dass mein Becken keine Chance hat, eine Geburt zu überstehen. Und dann haben sie gelacht. Als dann der Rumkuchen reinkam, hat Ma so getan, als hätte sie mich verloren an Mrs. Andy. Der Frau, der die Schweißperlen nur so runterliefen. Ja, so war's. Das war deprimierend damals, aber wenn ich heute zurückschaue, weiß ich, Gott, ich hasse meine Mutter. Das sind wahrscheinlich Louise und Fern. Halt einfach für eine Minute die Luft an, ich gehe an die Tür. Hallo. Du, hast du den neuen Kassentyp im Minimarkt gesehen? Und er kann sich durch dieses Mädchenpensionat durcharbeiten. Oh. Macht es euch bequem, die Nacht ist jung, die Männer sind weg und das Spiel heißt Poker. Und das Einzige, was scharf ist, bin ich. Kelly, kommst du zu uns? Klar, wieso nicht? Was ist aus meinem Leben geworden? Ich spiele Karten mit ein paar alten Tratscheiern. Sie haben ja alle abgenommen. Oh, schön, dass dir das auffällt. Hast du schon mal gespielt? Nur mit den Jungs. Also, die Einsätze. Ich verstehe, ihr spielt, wie wir Jungen spielen. Mit den Kleidern an. Eigentlich, Schätzchen, spielen wir um Geld. Tja, dann bin ich draußen. Ich muss mein Geld sparen für... Naja, vielleicht eine Runde. Also gut, los. Also, wer kann einen Dollar wechseln? Ich möchte Els Gehaltscheck einlösen. As they thundered through the sky, he saw the riders coming hard, and he heard their mournful cry. Yippee-i-yay. Yippee-i-yo. In the sky. Das muss mehr fetzen. Das Feuer ist an. Erzähl uns eine Horrorgeschichte, Denno. Okidoki.
Kinder, versammelt euch um die Lampe. Also, es war einmal ein lieber kleiner Junge. Ein Junge voller Hoffnungen. Er war ledig. Und daher war er zufrieden. Dann eines Nachts, so wie heute Nacht, stieg etwas heraus aus dem Sumpf. Er hörte ein Geräusch hinter sich. Dum-dum, dum-dum. Er ging ein wenig schneller. Dum-dum, dum-dum. Dann sah er es. Und dort, im Lichte einer Bar, stand das böse, rothaarige, hochhackige, vollbusige Monster. Er rannte vor ihm davon. Er wehrte sich, verabredete sich mit anderen, aber nichts hielt es auf. Er hörte seinen wilden Ruf. Oh, Schätzchen! Schätzchen! Es war furchtbar. Und endlich hatte es ihn eingefangen, öffnete seinen scheußlichen Mund, fuhr seine Fänge aus und sagte, heirate mich! Und hat er es geheiratet, Danno? Ja, ich fürchte, er hat. Und man hat nie wieder etwas von ihm gehört. Aber das Schlimmste dabei ist, es sind immer noch welche da. Und wer weiß, vielleicht ist eins hinter diesem Baum! Und dann wieder ist da vielleicht niemand. Aber passt auf, wo immer ein Mann frei ist und hat Geld in seinem Beutel, da kommen sie angekrochen, und zwar unaufhaltsam. Und jetzt schlaft. Wenn ihr könnt. Tja, das war eine Geschichte, was, Kinder? Ja. So, jetzt singen wir ein kleines Lied, das ich als Junge gelernt habe in Camp Schoharie. Alas, my love, you do me wrong to cast me out discourteously. For I have loved you so long. So endet also alles, was, Dad? Green sleeves. Steve, halt doch die Klappe! Al. Ich versuche, die Gedanken dieser Kinder vom Tod abzulenken. Green sleeves was my delight. Dad, wir haben nichts zu essen. Kein Wasser und keine lockeren Weiber. Wir sitzen tief in der Tinte. Bart, es wird schon alles gut. Sieh mal, deine Mutter hat lange nichts von uns gehört. Also glaubt sie, wir fühlen uns wohl hier. Ergo wird sie das unterbinden. Also telefoniert sie wahrscheinlich, um uns die Polizei zu schicken. Peggy, weißt du, dass dein Telefon ausgehängt ist? Was ist, wenn unsere Männer anrufen? Deswegen ist es ausgehängt. Gebt mir eine Chance. Ich errate den Namen der Pflanze. Ah, der Geruch ist bekannt. Ah, gezackte Ränder. Ich bin sicher, ich kenne sie. Vielleicht hilft's Ihnen, wenn Sie reinbeißen. Nein. Ich muss passen. Was ist es? Brennnessel! Das war ein guter Scherz, Jungs. So, wenn Onkel Steve seine Zunge und Körper gebadet hat, kommt er gleich zurück und zeigt euch ein neues Spiel. Bäume begießen. Bundy, Sie sind eine Null. Wir verhungern. Dad, ich war heute mit einer verabredet, die Sie stets bereit nennen. Warum haben die Frauen uns noch nicht gerettet? Ich weiß es nicht. Vielleicht können sie uns nicht finden. Vielleicht ist da ein Ausverkauf irgendwo. Nein, Kinder, ihr seid alt genug für die Wahrheit. Die wollen, dass wir hier verrotten. Aber keine Sorge. Wir haben eine Geheimwaffe. Eine Eule auf meinem Kopf! Eine Eule auf meinem Kopf! Doch nicht er, oder meinen Sie ihn? Nein. Nein, ich meine Buck. Wir schicken Buck mit einer Nachricht nach Hause. Dann wissen die Frauen, wo wir sind. Und wir sind gerettet. Glaubst du, dass Buck das schafft? Davon bin ich überzeugt. Ich habe ihn schon überall in der Stadt ausgesetzt. Er hat immer wieder nach Hause gefunden. Hier, Buck. Nimm diese Nachricht und bring sie zu Mami. Lauf, Junge, lauf wieder hin! Hey, lauf, Buck! Lauf!
Ich glaube, wenn wir den Mut nicht sinken lassen, kommen wir da alle gut raus. Was ist denn los? Bienen! Full House. Sehen und weinen. Und ich habe nur 4 Einser. Das sind Asse-Schätzchen. Was? Ich gewinne schon wieder? Wahrscheinlich werde ich dieses Spiel nie kapieren. 4 Einser? 4 Einser? Das ist die 7. Runde hintereinander, in der sie 4 Einser hat. Soll das heißen, meine Tochter ist eine Gaunerin? Wenn einer dort, wo ich herkomme, geht wie ein Gauner und quakt wie ein Gauner, hängen wir ihn auf wie ein Gauner. Marcy, denk darüber nach. Wenn meine Tochter eine Gaunerin wäre, würde sie bestimmt nicht in der Schule durchfallen. Danke, Mom. Also gut, Ladies, diesmal ist der König scharf. Zeig's uns, du Tussi. Mit den Jungs wird doch nicht was sein. Oh, ich bin sicher, es geht ihnen gut. Sie sind mit meinem Steve und der ist praktisch in den Wäldern geboren. Tu noch mehr Schlamm auf meine Zunge, bitte. Die Brennnessel brennt wirklich sehr. Das tut gut. Also, Kinder, wenn wir hier lebend rauskommen, was werden wir dann tun? Victor? Niemals heiraten. Genau. Also vergesst nicht, Kinder, wenn euch eine Frau begegnet, ganz egal wie nett sie ist oder wie sie aussieht, denkt immer daran, Frauen werden schlimmer. Sie werden... älter. Gemeiner. Fetter. Danke für euer Mitleid. Sehr gut. Bud, wie geht's Steve so? Es geht ihm toll, Dad. Ich werde dir mal was sagen. Den kannst du abschreiben. Am besten, wir packen ihm Steine in die Tasche und werfen ihn ins Wasser. Hey, das ist eine gute Geiernahrung, die du da wegwerfen willst. Ach, was rede ich denn da? Der Wunderhund Buck wird uns den Tag retten. Was ist denn mit Mr. Rhodes? Er stirbt, Victor. So geht's dahin. Das Haus von Agamemnon. Fesseln Sie noch den Mast, Mr. Crescendo. Oh, Sie, Vater, ich saß in etwas Glitschigem. Soll ich eine Barre holen, Dad? Hm? Nein, es lenkt uns ab, wenn wir ihm zusehen. Oh, geil, jetzt schäumt er wieder. Freu dich dran, solange es geht. Sein Sinn nach fremder Hilfe steht. Komm schon, Buck! Komm schon, Buck! Komm schon, Buck! Komm schon, Buck! Zu dem Osing Meat Konzert. Und ich möchte eine große Limousine. Oh, ich hoffe, dass Hummer für mich vorrätig ist. Diese Arbeit hinter der Bühne macht ziemlich hungrig. Das war lustig, findet ihr nicht? Ja, toll, dreckige kleine Gaunerin. Ich habe mein Haushaltsgeld verloren. Ich auch. Mein Mann dreht bestimmt durch. Ach, keine Sorge. Du sagst einfach, du hättest was Ansteckendes und er lässt dich in Ruhe. Schätzchen, ich wollte nichts sagen, als die Frauen hier waren, aber ich habe gesehen, was los war. Und du weißt, was du jetzt zu tun hast. Ja, Mami. Die üblichen 50%? Na, sagen wir 60, denn du sollst was daraus lernen. Kelly, können deine Freunde nicht einfach hupen wie in meinen Tagen?
Oh, es ist Buck. Ich dachte, er sei mit den Männern. Offensichtlich nicht. Oh, siehst du, er hat etwas im Maul. Naja, er wird es uns geben, wenn er dazu bereit ist. Ja. Können wir den nicht zum Schweigen bringen? Wir brauchen den Bad, der hält die Tiere von uns fern. Du brauchst keine Angst zu haben. Buck wird uns retten. Glaub's mir. Naja, ich weiß nicht. Ich habe ihn trainiert. Mein Haus ist meine Hölle. Hey, du, Bundy! Kommst du zum Abendessen? Hast du wohl schon Todesangst? Ich hab heute einen Steak gehabt, Bundy. Und was kriegst du? Wenn ich der Postbote wäre, würde ich deine Frau kriegen. Mach dir keine Sorgen, Donnelly. Ich krieg was zu essen. Möchte ich jedenfalls hoffen. Welk, wo ist mein Abendessen? Oh Gott, der Idiot kommt gleich nach Hause. Oh. Hallo, Idiot. Welk, in der Privatsphäre unseres Hauses geht da vielleicht auch Herr Idiot? Aber du kannst mich heute nicht ärgern. Und weißt du wieso? Ich weiß, dass du Abendessen gekocht hast. Bisher? Oh, Schatz, was willst du denn von mir? Du arbeitest 10 Stunden täglich. Kannst du in dieser ganzen Zeit nichts zu essen finden? Das ist dein Haus und kein Restaurant. Ich weiß, Peck, wenn es ein Restaurant wäre, hätten wir ein sauberes Klo. Warum bist du nicht wie andere Ehemänner? Kommst nach Hause, gehst nach oben und sitzt dort ganz ruhig bis zum Morgen. Entschuldige mich mal, Peck. Ja, was ist denn das? Rindergulasch, ganz frisch gemacht. Ohohoho, was für eine Frau! Peck, gleich falle ich um und sterbe vor Hunger. So kann das nicht weitergehen. Jetzt sage ich dir was, Peck. Ich will, dass du was in den Ofen steckst. Entweder Essen oder meinen Kopf. Jedenfalls riechen die Nachbarn dann, dass gekocht wird. Also, Peck, was ich dir sage, ist mein Ernst. Ich möchte ein Essen und zwar jetzt. Verstanden? Was hast du gesagt? Er tut mir leid, ich hab nicht zugehört. Ich weiß nicht. Nur so was, dass ich ein Mann bin, das war nicht wichtig. Hallo Mom, hallo Dad. Oh Kinder, ich bin froh, dass ihr kommt. Wir machen eine Wahl. Wohin mit so einem großen Fisch? Naja, wir legen ihn einfach in dein Bett, dann ist dort bestimmt kein Platz mehr für Hengste. Oh, danke. Ich darf mir die Nase nicht durchstechen lassen, aber ein Fisch legte mir ins Bett. Peck, bist du sicher, dass du keinen Seitensprung gemacht hast mit Abbott und Costello? Nein, einen flotten Dreier habe ich immer abgelehnt. Also, wir machen jetzt eine Abstimmung. Ich dachte, wir machen einen Wurf. Alle, die dafür sind, dass eure Mutter kocht. 3 Gegenstimmen? Keine. Tja, das wär's, Peck, du kochst. Es ist egal, ob Frühstück, Mittag oder Abendessen, aber ich will es warm und ich sag dir noch was. Ich will es auf einem Teller. Mann, hätte ich gewusst, dass es so werden würde. Aber Peck, die Nachbarn lachen mich bereits aus. Und in der Schule auch alle, Dad. Das ist vorbei. Von jetzt an ist diese Familie wie jede andere Familie in Amerika. Einmal im Monat werden wir essen. Ja. Also gut, ich mache eine Mahlzeit, aber die wird bestimmt nicht gut. Das ist alles, was wir wollen. Oh, Mom,
Komm, nur noch eins. Ach, du treibst mich direkt in einen Frauenverein. Nein, die Schulschwester, Mom. Sie sagt, wir müssen zum Zahnarzt für den jährlichen Check-up. Also gut, wir machen einen Termin aus. Herein! Was macht ihr denn da? Ach, mit den Kindern ihren Zahncheck-up. Ausgezeichnet, Bart, so wie immer. Sehr schön, Kelly. Gutes Kind. Also dann, Kinder, geht jetzt drauf und wir fälschen eure Zahnbefunde morgen. Das war gar nicht so übel. Ja, Gott sei Dank brauchen wir keine Tetanusspritze. Oh, ich hasse dieses Pizza. Entschuldigt mal, aber wisst ihr nicht, dass das gegen das Gesetz ist? Wenn einer einen Huhn verkleidet und sagt, es sei seine Frau auch. Ich bin doch kein Huhn. Warum sagt er immer, ich sei ein Huhn? Ruhig, Marcy. Stell jetzt nicht deine Federn auf. Hör zu, ich will nicht unhöflich sein, aber wir haben ein paar Röntgenbilder zu entwerfen. Also, das ist eine Schande. Versteht ihr das denn nicht? Ihr raubt euren Kindern eine der schönsten Erfahrungen im Leben. Ich liebe es, zum Zahnarzt zu gehen. Ein Mann in Weiß beugt sich über mich, während ich hilflos gefesselt bin in einem Stuhl. Er reinigt mich. Er bezirzt mich. Sein Instrument wird lebendig in meinem Mund. Und gerade dann, wenn ich denke, jetzt kann ich nicht mehr, sagt ihr, gutes Kind, Marcy, Sie können ausspucken. Ich will auch zum Zahnarzt gehen. Das solltest du. Jeder sollte zum Zahnarzt, mindestens zweimal im Monat. Ich meine, ja. Und weißt du was? Ich hatte kein Loch mehr, seitdem ich 10 Jahre alt bin. Und? Ich habe im ganzen Leben noch kein Loch gehabt. Und ich war noch nie beim Zahnarzt. Und hast trotzdem diesen angenehmen Atem. Woher weißt du, dass du kein Loch hattest? Geschichte. Tradition, mein Junge. Die Bandy-Männer waren immer für eines bekannt. Haarige Knöchel? Den Sexdrang eines Furunkels? Nein, eigentlich waren wir für 2 Dinge bekannt. Zum einen, dass wir den Trick kennen, immer die richtige Frau zu finden. Und die Zähne. Kräftige, dicke Beißer. Marcy, komm her, sieh dir an. Oh mein Gott, das riecht wie eine Windel. Na los, sieh sie dir an. Naja, der Grüne sieht ziemlich gut aus. Und über den Schwarzen könnte man sich Sorgen machen. Aber der gerade blutet, könnte zum Problem für dich werden. Al, du solltest zum Zahnarzt gehen. Kein Zahnarzt. Wenn meine Zähne nicht wehtun, sind sie in Ordnung. Und meine Zähne tun nicht weh. Meine Zähne tun weh. Mr. Bundy, ich bin Bill. Hallo Bill, ich bin Al Bundy, ich bin Kellys Vater. Das ist ein Wetter, das wir hier haben, was Bill? Weißt du, es ist komisch, es ist schon fast 1 Uhr morgens und du hast meine Tochter geküsst. Na sowas, Bill, es ist schon so spät, ich dachte, da wäre offen, also raus. Wir haben ein echtes Problem hier, Kelly. Ich weiß, Daddy. Wir haben nur Hausaufgaben gemacht. Ich bin ein gutes Kind. Wen interessiert's? Nein, meine Zähne bringen mich um. Die waren in Ordnung, bis diese doofe Marcy mich verhext hat. Jetzt tun sie mir so weh, dass ich nicht mehr schlafen kann. Kannst du mal nachsehen, ob meine Zähne in Ordnung sind? Oh, naja. Warte mal, ich schieb die da zur Seite. Tja, die anderen finde ich gut. Außerdem, der so zischt. Daddy, warum gehst du nicht zum Zahnarzt? Kein Zahnarzt. Nur ein kaltes Bier. Ach, das ist kalt.
Hm? Geht nichts über ein kaltes Bier in einer heißen Nacht. Das ist gut. Hast du Angst vor dem Zahnarzt, Daddy? Kelly, ich bin erwachsen. Also ja, ich habe tödliche Angst vor dem Zahnarzt. Angst ist nichts, dass man sich schämen muss, Daddy. Ich erzähle dir eine kleine Geschichte. Ich hatte auch mal Angst. Das war vor 2 Jahren, also war ich 8. Jedenfalls, ich habe den Schulbus verpasst. Also musste ich heimlaufen. Und es wurde ziemlich dunkel. Ups, da trinke ich doch fast Bier. Jedenfalls laufe ich durch die Allee und höre ein Geräusch. Ich drehe mich um und da waren sie. Wer? Alle meine Freunde von der Schule. Also gingen wir rüber in Janies Haus und machten eine Tanzparty. Oh Gott, das war heiß. Janies Mama hat einen Stab zwischen 2 Sessel gespannt und wir sind im Limbo unten durch. Oh, und wir haben uns die Fußnägel angemalt und dann haben wir geschlafen. Schätzchen, Daddy hat nicht mehr so lange zu leben. Komm zu der Sache mit der Angst. Tja, was war da? Hatte ich Angst um mein Kleid? Was zum Henker habe ich getragen? Schätzchen, ist schon gut. Liebling, das war eine tolle Geschichte. Daddy ist jetzt schläfrig genug, um ins Bett zu gehen. Ich wünsche dir eine gute Nacht, mein Kind. Ich dir auch, Daddy. Oh, Daddy, jetzt ist mir's eingefallen. Was? Ich habe mein violettes Kleid getragen mit den Pailletten am Kragen. Und ich hatte Angst, dass es sich mit der Farbe meiner Fußnägel beißt. Hat es aber nicht. Dank dir nochmal, Schatz. Wozu sind Töchter da? Ich weiß es nicht. Oh. Oh. Ich leg mich jetzt schlafen. Ist Dad schon weg? Ja. Stark. Dann sehen wir uns morgen früh. Ach, ich verfluche deinen Vater, weil ich ihn jetzt füttern muss. Das ist so verwirrend. Ich meine, was essen Männer denn? Naja, wenn's nach Bad geht. Insekten. Mom, Kelly hatte heute Nacht einen Kerl hier. Oh ja, aber Bart hatte auch eine Tussi hier. Ja, als ob ich das glauben würde. Erzähl keine Geschichten, Kelly. Halt, wieso soll keine hier gewesen sein? Natürlich war eine da. Also, wie geht's Daddys Zähnen heute Morgen? Ach, ich weiß nicht. Er hat wieder die ganze Nacht geschrien. Schließlich habe ich ihm ein Kissen aufs Gesicht gedrückt, damit Ruhe war. Er muss wirklich zum Zahnarzt. Ach, was für ein Tag. Der Duft der Morgenluft. Al, würdest du bitte zum Zahnarzt gehen? Das brauche ich nicht mehr, Peg. Ein Wunder ist passiert heute Nacht. Ich ging ins Bett, wachte auf und fühlte mich wohl. Ach ja? Iss dieses Eis. Oh nein, Peg. Pack es mir ein. Ich esse es auf dem Weg zur Arbeit. Iss es jetzt, Al. Also gut. Seht ihr, kein Problem. Ein Termin um 2.30 Uhr bei Marcys Zahnarzt. Also, hier ist die Adresse. Und falls du einen deiner Lieben brauchst, der dich abholt, hier ist der Busfahrplan. Dr. Pleiersen. Ich brauche einen Doktor Schlag die Weiber tot. Dad? Dad? Ich hatte heute Nacht eine Tussi hier. Warte, ich habe keine Zeit für deine Witze. Meine Zähne tun weh. Der Nächste, Mr. Bundy. Ja, ich bin ein bisschen nervös. Oh. Kommen Sie. Setzen Sie sich in den Stuhl. Kriege ich jetzt das Entchen wieder? Da draußen wartet ein kleiner Junge, der will es. Gemeinheit! Kommen Sie jetzt.
Sie brauchen sich hier vor nichts zu fürchten. Sie werden gar nichts spüren. Wofür ist denn das? Ach, das fängt nur das Blut auf. Schwester, dieser Zahnarzt ist doch ein wirklich guter, oder? Keine Sorge, Mr. Bundy. Der Doktor ist ganz wundervoll. Sehen Sie sie an. Oh, wow. Ja. Schön weiß und fest, ja. Diese Babys halten ein Leben lang. Ich bürste sie jeden Tag. Ja, das würde ich auch, wenn es meine wären. Also gut, der Nächste. Ah, der Mann mit dem Entchen. Danke, Schwester. Ja, ich übernehme ihn jetzt. Tja, also dann. Kommen Sie, Bundy, was haben wir denn da? Aufmachen? Nein. Kommen Sie, Bundy, ich bin ein Profi. Mhm. Ich habe alles gesehen und alles gemacht, also machen Sie schon auf. Ah! Mutter aller Großen und Kleinen. Ist es böse? Nein, 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 nicht wirklich. Schwester? Ja? Bringen Sie mir den größten Latz, den wir hier haben. Und ein Leinentuch für den Boden. Hören Sie, Doktor, ich habe gerade nachgedacht. Ich esse nicht und habe auch keinen Grund zum Lachen. Warum warten wir nicht, bis Sie rausfallen? Ich schicke sie Ihnen, Sie füllen sie und Sie schicken sie mir wieder zurück. Nein, nein, so lange können wir nicht warten, Bundy. Vielleicht bin ich zu optimistisch. Aber ich glaube immer noch, wir retten ein paar von diesen kleinen gelben Babys. Was sagen Sie dazu? Ich gebe Ihnen Novocain satt. Dann gieße ich mir einen hinter die Binde und keiner von uns wird was spüren. Dann sind Sie weg. Sie müssen den ganzen Kopf mit drauf haben, damit man sieht, das ist ein menschlicher Mund. Sie, Doktor, Sie haben doch gesagt, das ist wie gar nichts, oder? Also, ich habe sowas schon 1000 Mal gemacht. Allerdings noch nie in so einem Mund. Schon taub? Ja, und Sie? Ja, auch bald. Ja. Oh, Süße. Es heißt Doktor in der Praxis, Süßbacke. Jedenfalls, Doktor, gehe ich jetzt nach Hause und schlüpfe in etwas Bequemeres. Soll ich uns ein paar Videos holen? Ja, hol etwas Mildes, ja? Denn ich werde gleich bis zum Ellbogen im Blut wühlen. Ich habe das Gefühl, als würde ich was vergessen. Habe ich das Licht ausgeschaltet? Habe ich die Pille genommen? Na schön, geben Sie eine Sport Illustriert und sagen Sie ihr, ich komme gleich. Ja, ja, klar. Soll sie verrotten. Weiber sind die niedrigste Form von Leben. Verheiratet, Bundy? Sehen Sie in diese Augen. Ich habe mich neulich scheiden lassen. Sie hat mich abgezockt. 1,5 Millionen. Trotzdem bin ich ihr nicht böse. Nein, sie verdient es. Sie hat immerhin eine vielversprechende Karriere als Kellnerin aufgegeben, um meine Frau zu werden für immerhin 6 ganze Monate. Das ist fast ein halbes Jahr, wissen Sie? 1,5 Millionen. Ganz ruhig, Doktor, bleiben Sie ganz ruhig. Ich habe herausgefunden, lebt nicht in der Vergangenheit oder der Gegenwart oder der Zukunft. Aber ein schöner Zeitvertreib ist am Zeitungsstand Pornomagazine zu lesen. Ja, Sie können einem die Ausgabe von Heine nicht wegnehmen, nicht? Bundy, Sie sind in Ordnung. Ich sag Ihnen, was ich mache. Ich werde nicht zu tief bohren. Ich tue, was ich kann. Und Sie spüren nichts. Oh, toll, das ist schön. Doktor, der Anwalt von Ihrer Ex-Frau ist auf Apparat 1. Sehr gut. Und übrigens, ich habe das mit Ihrer Kreditkarte gekauft, Dr. Schnucki. Ist das okay? Ja, der steht dir ja viel besser als der, den du gestern gekauft hast. Und der ist viel kostspieliger. Du Goldgräber. Was wollen Sie in meinem Stuhl? Stirbt dein Mann fast. Nein, kommt nicht in Frage. Nein, aber sie hat es doch schon. Ja, die hat sie auch bekommen. Die Baseballkartensammlung? Oh, nein, 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 nein. Sie kriegt die 150 Mäuse, die sie wert ist. Sie will die Karten? Wozu? Weil sie weiß, dass ich sie gern habe.
Ich hab verstanden. Also gut, ich sag Ihnen was. Sie sagen ihr, nehmt die Karten und ich hoffe, sie erstickt daran. Ach, ich liebe diese Karten. Ich habe sie mein ganzes Leben lang gesammelt. Hey, Doc, ich glaube, das Novocain fängt an, seine Wirkung zu verlieren. Halt die Klappe, Bundy! Halten Sie nur die Klappe! Doch bin ich sauer! Ich zittere! Aber nicht so! Nein, nein, nein! Warten wir lieber! Nein, nicht! Bitte nicht! Nein, 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 nein! Daran werden wir noch lange denken. Wenn Bud jetzt keine Pickel hätte, würde ich denken, ich träume. So, das wär's. Kommt mir bloß nicht mit knurrendem Magen an am nächsten Erntedankfest. So, für Mami ist ab heute der Ofen endgültig aus. Ann, hier ist eine stinkende Mahlzeit. Ich hoffe, du wirst glücklich. Oh, Peg, wozu hast du gekocht? Du weißt, ich kann nichts essen. Oh, sieh dir das nur an. Hör auf zu stammeln, Earl. Ich verstehe nicht ein Wort, das du sagst. Vielleicht verstehst du dann das. Ich will so eine Mahlzeit haben, wenn ich essen kann. Gib mir den Kartoffelbrei. Gib mir Mais. Das ist unmöglich. Ich bin der Mann im Haus. Wartet mal. Euer Daddy hat recht. Es ist unfair eurem Vater gegenüber und wir können uns das Essen nicht schmecken lassen, wenn er so elend ist.